Grüß Gott, ich heiße Balint Kutasch, ich bin ein Eisschnelllauftrainer und ich vertrete hier die Natureislaufschule Weißensee. Unsere Natureislaufschule wurde voriges Jahr gegründet. Wir haben am Weißensee die schönsten Verhältnisse zum Natureislaufen. Unsere Natureislaufschule wurde von Dr. Müller Alfred, er ist der Vereinsobmann von Eislaufverein Weißensee, zu Leben gerufen. Wir haben die Möglichkeit für unsere Gäste sozusagen, dass wir auch die besten Ratschläge geben, was Eislaufen bzw. Eisschnelllaufen betrifft. Welche Ausrüstung sie haben wollen oder sollen. Wir haben auch diverse Eisschnelllaufschuhe zur Verfügung, was wir immer zum Probieren hergeben können für die Leute, damit sie aussuchen können, die richtige, passende Ausrüstung. Es ist wesentlich wichtig bei dieser Natureisverhältnisse, dass man die Eisschnelllaufschuhe bzw. die lange Schiene hat. Es ist ein völlig anderes Erlebnis, mit der langen Schiene auch zum Lernen und Fahren und sich weiterzubilden. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, also was die Ausrüstung betrifft bzw. was die Eisschnelllaufschuhe betrifft. Die Eisschnelllaufschuhe hat eine lange Schiene. Es ist im Bogen geschliffen. Dieser Schuh, was ich in der Hand habe, die ist von der Firma Viking. Das ist eine holländische Firma, die führende Firma, was Eisschnelllaufschuhprodukte betrifft. Das ist jetzt der neueste Schuh. Dieser Schuh ist natürlich ein Spitzenschuh. Damit laufen die ganze Elite-Sportler. Wir betreiben die Natureislaufschule Weißensee vorläufig zu zweit. Ich möchte meine Frau vorstellen, sie ist die Erika. Wir machen diese Arbeit seit Jahren schon zusammen. Sie ist eine dazugelernte Sportlehrerin bzw. Eisschnelllauftrainerin. Alle Leute, die bei ihr lernen, sind hochzufrieden und haben sozusagen Jahr zu Jahr der schönste Beweis, dass zu uns und zu ihr kommen viele Leute, die schon immer wieder kommen. Diese Natureislaufschule Weißensee ist eine einmalige Sache, wo die Leute eine hochwertige Qualität bekommen, was Eislaufunterricht betrifft. Es macht uns eine große Freude, dass wir die Leute bei diesen Lehrvorgängen unterstützen können und sie vom Jahr auf Jahr immer hochzufrieden sind mit unserer Arbeit. Ganz was Wichtiges, was dazu gehört, wir unterrichten hier Eislaufen und Eisschnelllaufen. Eislaufen ist was Allgemeines, Eisschnelllauf ist was Spezifisches. Und das ist ein voll absolut wichtiges Motto, dass Eisschnelllauf macht Spaß. Ganz kurz zu erzählen, wie wir bzw. wie ich dazu gekommen bin, hier diese ganze Eisschnelllauf-Geschichte zu machen. Also ich bin ein gebürtiger Ungar. Ich war im etwa 20 Jahre hauptberuflicher Eisschnelllauftrainer von der ungarische Eislaufverband aus habe ich die Olympischen Spiele in Sarajevo betreut und nach der Olympischen Spiele 1984 Sommer bin ich nach Wien übersiedelt wegen Eislaufen. Ich war Trainer bei österreichischen Eislaufverband und habe ich noch in Calgary die Olympischen Spiele teilgenommen, habe ich die Mannschaft betreut. Ich habe ziemlich eine lange
langjährige Erfahrung, was Eschenlauf betrifft. Es gab in meiner Schülerschaft diverse Ergebnisse. Die beste Ergebnis war, dass eine ehemalige Schülerin von mir, die Emesha Hunyadi, hat 2 olympische Medaillen gemacht. Wissen Sie, haben wir entdeckt nach meiner aktiven Trainerzeit. Und das ist ungefähr vor 15 Jahren passiert, dass ich hier den Dr. Müller kennengelernt habe. Er war damals schon der Obmann von der Eislaufverein Weißensee. Und haben wir begonnen, mit der einheimischen Trainerstunde zu machen. Ich habe sie Eislaufen gelernt und ich habe sie auch Eschenlaufen gelernt. Später haben wir begonnen, mit dem Tourismusbüro zusammenzuarbeiten für die Gäste. Ich lade Sie alle herzlich ein, bei uns Eislaufen zu lernen. Das ist ein Motto. Ich laufe am Eis so, wie ich will. Das ist einmal ganz wichtig. Die anderen laufen so, wie sie können. Unser schönes Ziel ist das, dass alle Leute so laufen am Eis, wie sie wollen. Und nicht unbedingt, wie sie können.